Wir begrüßen hier Roman Seiderer vom Jensi-Team auf der Ansbuk in Kassel 2012. Roman, du bist einer der gefragtesten, erfahrensten und bekanntesten Waller- und Auslandsangler in Deutschland. Du angelst da, wo wenige Leute angeln, auch am Amazonas, im Dschungel. Was macht für dich da den besonderen Reiz des Angelns aus? Ja. Das Unbekannte zu sehen, die letzten Gebiete auf der Erde zu entdecken, wo es noch ursprüngliches Leben, ursprünglich, so weit wie möglich ursprüngliches Wasser, unverbaute Gewässer zum Erleben gibt und damit auch die Fische in ihrer natürlichen Form zu fangen. Du angelst ja auch auf Waller. Was ist da für dich besonders reizvoll? Die pure Kraft des Wels jetzt fasziniert mich auf jeden Fall. Aber das meiste, was mich fasziniert, ist immer, sich neu auf Situationen einstellen. Wallerangeln ist immer anders, immer anders. Man kann mit großen Ködern Fische fangen, mit Springködern oder wenn es die Jahreszeit bedingt, auch mit winzigen Ködern. Also man muss sich immer auf ein neues einstellen und es gibt keine Standardrezepte, wie es in manchen anderen Fischereimöglichkeiten der Fall ist. Du angelst schon lange, man kann über dich viel lesen, du hast viel Erfahrung. Wenn du jetzt mal einen Vergleich ziehst, dass der Sportfischer vor 20 Jahren und der Sportfischer im Jahr 2012. Ja, die Entwicklung ist absolut rasant. Von Hightech-Bekleidung bis Hightech-Geräten bis über Schnüre. Auch das Internet pusht und pusht. Leute werden in Camps getrieben oder an Gewässer getrieben. Es sind Gruppen organisiert. Und es wird immer schneller die Zeit. Du angelst ja auch am Amazonas. Mhm. Hast du da irgendeine besonders interessante Geschichte für dieses Interview? Ja, klar, sowieso. Also wir sind schon einiges eingestellt gewesen, haben große Piraibas gefangen. Aber der kleine Reiz an der ganzen Geschichte war zum Beispiel, dass wir mal Karpfenruten mitgenommen haben und mit kleinen Ködern gefischt haben und dann diese Riesenfische, kleine Exemplare mit 20, 25, 30 Kilo auf den Karpfenruten gefangen haben und dann ein traumhaftes Fischereierlebnis gehabt haben. Jeder Karpfen kann sich zwei Stücke aus diesen Fischen rausschneiden und ist nicht halb so schnell. Du gehörst ja offiziell auch zum Jensi-Team. Mhm. Was macht es für dich so besonders und attraktiv, dort Mitglied zu sein? Ja, Jensi ist einfach eine familiäre Umgebung und ist sehr, sehr breit aufgestellt. Ich kann in jede Schublade greifen und mir das Gerät oder die Möglichkeiten holen, die ich brauche für meine Trips, für mein Wallerfischen. Sei es jetzt Köderfischfang oder auch zum Wallertesten. Vor allem die Innovation. Man muss immer wieder neu sich aufstellen. Jensi wirbt damit qualitativ bezahlbar und Jensi wirbt damit qualitativ Gutes und gleichzeitig bezahlbares Angelgerät zu produzieren. Was kannst du dazu sagen? Dem kann ich absolut zustimmen. Gerade im Segment Ground Contact kann man sagen, die Geräte sind absolut vergleichbar mit jedem anderen Karpfenhersteller. Man muss sich gar nicht verstecken, sind aber wesentlich günstiger. Beende zum Ende des Interviews bitte die folgenden Aussagen mit eigenen Worten. Mein letzter Angeltrip führte mich nach British Guiana. Da war ich 14 Tage im Dschungel in der Hängematte gelegen. War ganz lustig. Du hast nur in der Hängematte gelegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ab und zu war auch Fischen. Meine liebste Angelart ist? Meine liebste Angelart ist, kann man eigentlich so nicht genau sagen, Hauptsache groß, aber Pelzfischen gehört ein großer Teil meiner Fischerei und im Winter gehe ich gerne Kugelfischen. Der letzte von mir gefangene Fisch war? Ja. Der letzte gefangene Fisch war ein Huchen letzte Woche mit 85 cm. In meiner Ködertasche findet sich zum Spinnfischen auf jeden Fall. Auf jeden Fall das dicke Zeug, die großen Trinker von mir selbst entwickelt. Dann habe ich etliche schwere Wobbler noch im Köcher. Und auf jeden Fall knotenloses System und gute Vorfächer. Als Innovation für den Angelsport wünsche ich mir. Eigentlich gar nichts. Man muss vielleicht noch ein bisschen besser und effizienter werden oder mit den Routenhaltern
aber ansonsten passt das alles. Vielen Dank, Roman. Okay.